Herzlich willkommen heute zu der Season 6 von Fortnite. Wir sind heute hier am Start und ich bin richtig gehypt. Melvin war schon drinnen im Spiel mit seinem anderen Account. Chris hat sich natürlich gerade den Battle Pass gekauft. Und ich habe nur 1450 V-Bucks. So, ich werde jetzt den Battle Pass nochmal in Ruhe durchgehen. Mal ein bisschen auf verschiedene Modes und sowas reagieren. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Seite auf jeden Fall an. Nämlich das, was man als erstes im Battle Pass bekommt, ist auf jeden Fall hier das Lama. Und das Kaugehör. Das Lama finde ich jetzt nicht allzu krass, weil das benutzt einfach jeder. Ja, das ist dann irgendwie, naja, nicht so toll. So, dann kriegt man auf jeden Fall noch Battle Pass Herausforderungen. Das ist natürlich logisch. Man kriegt auch den Combo EP Boost. Wissen wir ja alle. Und das Kaugehör gibt's dann, ja. Das ist der erste Skin, den man eigentlich hier im Battle Pass leveln kann. Ja, hier. Das Coole ist bei der, dass die verschiedene Outfits hat, wie man jetzt hier sehen kann. Insgesamt 5 Stufen, also bis Stufe 5. Und bei der letzten Stufe kann man dann auch nochmal hier verschiedene Töne machen, wie zum Beispiel jetzt Türkis. Das finde ich eigentlich am geilsten, das sieht einfach richtig cool aus. Auch zum Beispiel dieser Rauch, der jetzt hier ist. Und es gibt natürlich auch noch Violett und Schwarz, aber meiner Meinung nach Schwarz. Da sieht man das Leuchten nicht und ich finde das eigentlich am besten, das mit den Leuchten. Dann als nächstes gibt es hier natürlich so ein Spinnweben-Spray, finde ich meiner Meinung nach richtig cool. Natürlich hier auch die 5 kostenlosen Stufen für die nächste Season. Ein Spitzhacken-Symbol, 100 V-Bucks, das kennen wir ja alles schon. Hier gibt es einen Bildschirm von Calamity, richtig cool. Ja, dann gibt es auch noch das hier. Hier haben wir auch nochmal von Calamity und so ein Spray. Und unseren ersten Tanz ist nämlich das Winken, royales Winken, richtig cool. Das finde ich richtig nice. Dann haben wir hier einen ganz normalen Kleider, das ist Picknick. Finde ich jetzt nicht so krass, der Kuchen zwar in der Mitte. Hier haben wir wieder mal so ein Emote, das ist einfach Schlachtbus. Hier haben wir ein Lagerfeuer-Emote, das finde ich auch richtig cool. Ein neues Ladebildschirm. Hier haben wir ein Symbol mit der fliegenden Insel und den Würfel unten, wie man sehen kann. Das finde ich auch richtig cooles Symbol. Wieder 100 V-Bucks. Und jetzt kommen wir zu den neuen. Das ist nämlich neu. Es gibt nämlich jetzt ab sofort Haustiere. Und das ist richtig cool. Bei den Haustieren ist es so, machen verschiedene Dinge. Also wenn ich auf jeden Fall ein Haustier habe, dann werdet ihr es auch im Gameplay sehen. Machen verschiedene Dinge, also wie zum Beispiel die bellen manchmal einfach in der Runde. Gehen extra weg, wenn man zum Beispiel anvisiert. Also beziehungsweise tun sich so woanders hinstrecken, sodass man gut zielen kann und sowas. Und die gucken auch einen immer an, wenn man zum Beispiel in der Wartelobby ist, bis die Runde beginnt. Was auch nochmal neu ist, ist das hier, blitzeblank. Also das ist praktisch eine Musik und das finde ich richtig cool. Man hat dann nämlich mal endlich neue Musik im Hintergrund, weil man hat ja nun mal das im Hintergrund. Ich hoffe, ihr könnt es gerade hören. Ja, und das finde ich eigentlich richtig cool mit der Musik gemacht. Oben haben wir dann einen Märchenumhang. Ja, würde ich jetzt sagen, passt jetzt nicht zumindest zu den Skin. Aber es gibt ja auch noch Rotkäppchen, dazu kommen wir danach, ja. Jetzt haben wir hier noch eine Disco Spitzhacke, die natürlich zum Lama vorne passt. Wir haben wieder ein neues Symbol, zweimal 200 V-Bucks. Ein neuer Kleideffekt, den finde ich auch richtig cool mit den Düsen und so, das ist richtig geil. Hier gibt es dann auch noch einen Miaumond als Spray, neue Ladebildschirm. Hier gibt es auch nochmal einen Kleider, das ist ein ganz normaler Kreuzfeuer. Jetzt haben wir als nächstes das hier aufgesattelt. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt meins. Viele finden es sicherlich cool, aber ich finde es jetzt nicht so krass. Ladebildschirm, einmal das Lama. Gibt es einen Pömpel, 100 V-Bucks nochmal dazu und das ist auch richtig cool. Man kann nämlich jetzt eine Tomate auch einfach werfen. Also gegen andere Spieler kannst du einfach diese werfen, das ist einfach richtig cool. Und als nächstes haben wir dann wieder ein neues Haustier, nämlich ein Chamäleon. Wenn man mal kurz hier hinguckt und mal kurz wartet, dann kann es möglich sein, dass das Vieh auch... Ah, fliegen ist, genau. Das finde ich richtig cool, einfach mal so, wenn eine Fliege rumfliegt, dann ist das... Chamäleon das. Finde ich richtig cool. Das finde ich auch richtig cool. Das sieht voll nice aus irgendwie, wo die dunklen Augen dann so lang gucken. Was ich richtig als Spitzhacke cool finde, ist auch die Axt. Weil, keine Ahnung, eine Axt als Spitzhacke ist irgendwie voll witzig, finde ich. Auf jeden Fall finde ich es richtig cool. Sieht richtig cool aus. Und ich meine, auch wenn das von Rotkäppchen ist, kann man das auch normal benutzen, würde ich sagen. Weil, guck mal, die Lampe heißt ja nicht direkt mit den roten Schleifen hier. Das ist von Rotkäppchen. So, als nächstes gibt es den Läufertanz. Was steht darunter? Die Schwierigkeit besteht darin, niemals stehen zu bleiben. Ja. Ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt der coolste Tanz, meiner Meinung nach, aber nicht schlecht. Im Boden haben wir hier die Würfel, 100 V-Bucks und einen neuen Loading-Screen von der Valkyrie und diesen Drachen dahinter. Nochmal 100 V-Bucks, hier gibt es noch ein Glühwürmchen-Gleiteffekt. Ja, finde ich auch eigentlich cool. Wieder ein Spray, nämlich vom Lama, dann ein Zelt. Wir haben auch noch den Disco-Umhang vom Lama. Ja, und plus die Spitzhacke ist man dann auf jeden Fall das leuchtende Etwas auf dem Punkt. Na, ich weiß nicht, ob man da früher gesehen wird oder sowas, weil es leuchtet ja alles. Das Lama leuchtet, die Spitzhacke leuchtet und der Umhang leuchtet. Aber meiner Meinung nach passt das gut zum Lama, wenn man alles ausgerüstet hat. Flugfähige Planwagen. Finde ich auch richtig cool, sieht mega nice aus und das ist auch so ein... Da ist so ein Sarg mit drinne mit so Raucheffekte. Das finde ich auch richtig cool, das sieht voll nice aus. Dann haben wir hier nochmal einen Spray, das ist auch wieder vom Lama. Es gibt ganz schön viele mit Lama, das ist ganz schön komisch irgendwie. Ist für einen Freund, hier haben wir nochmal 100 V-Bucks und dieses Symbol. Dann als nächstes haben wir ein Schuppi, das ist ein Drache. Und bei dem Drachen ist es gegenüber den Chamäleon bzw. den Hund anders, nämlich der fliegt sogar, wenn ihr runtergleitet, über euch, also der fliegt, ja, er ist nicht die ganze Zeit in der Tasche, er fliegt auch, das finde ich richtig cool. Dann als nächstes haben wir hier noch Fade, als Ladebildschirm, ein Symbol, hier oben ist nochmal ein Tanz und das finde ich richtig cool, irgendwie. Das finde ich einfach richtig cool, weil man kann einfach jetzt fast alles in Fortnite ausdrücken, man muss nicht mehr miteinander sprechen. Wenn ich auf Toilette muss, dann kann man einfach diesen Emote machen und dann weiß der andere Bescheid, tut einen vielleicht safen oder sowas und das finde ich eben richtig cool. Einfach nur richtig witzig. Und hier haben wir dieses Rotkäppchen, dazu passt ja der Märchenumhang gut dazu, plus die Axt, das ist dann eigentlich das komplette Set. Also das Rotkäppchen finde ich jetzt auch nicht so toll, meiner Meinung nach, aber jeder hat ja seine eigene Meinung. Jetzt haben wir noch so ein Spin-Spray. Sieht auch richtig cool aus. An sich finde ich diese Sprays richtig cool gemacht. Ladebildschirm, wo man ein Lama sieht, ein Vorratslama. Das Symbol finde ich richtig geil. Das ist so ein Blitz und so welche Blitzeffekte, was finde ich richtig cool. Eine Katze als Emote, dann 100 V-Bucks. Wir haben wieder ein neues Lied am Start. Das ist diesmal das Gruselthema. Kaktuslabyrinth. Jetzt einmal die Kürbislaternen. Sieht auch voll witzig aus irgendwie. Und jetzt haben wir hier die Düsterschwingen. Das finde ich auch richtig cool, die Flügel sehen einfach richtig geil aus. Sieht mega super aus, kann ich mich auf jeden Fall nicht beschwören, die Flügel sind geil. Als nächstes gibt es nochmal hier als Symbol eine Fledermaus, eine Klopapierrolle als Emote, 100 V-Bucks und wir haben hier schon die nächste Farbe von unserem Wuffel. Das ist nämlich diesmal die weiße Farbe, wie man vorhin übrigens gesehen hat. Hier ist so ein Drehchen, was wir auch von anderen Skins kennen und naja, also... Besser wäre es gewesen, hätte man einen einzigen gemacht und dass man den dann hochgelevelt hätte. Also hätte man zum Beispiel bei, weiß ich nicht, so und so viel EP diese Farbe den jeweiligen Hund oder jeweiligen Haustier bekommen. Weil es ist irgendwie nicht so toll, hier haben wir einmal den normalen Wuffel, hinten haben wir den dann in weiß, ja. Und dann kommt er noch in einer anderen Farbe und das finde ich irgendwie meiner Meinung nach nicht so toll. Also die hätten wirklich am Anfang das Rad machen können, wie sie es ja jetzt auch haben. Hier mal ein Tomatentempel Ladebildschirm. Das sieht auch richtig witzig aus. Hier haben wir nochmal ein Symbol. Hier oben gibt es noch ein Grabspray, wo ein Lama drauf ist. Hier haben wir einen neuen Tanz. Das ist der Tentakel-Tanz. Sieht auch richtig cool aus irgendwie und voll witzig. Wieder ein Ladescream. Das ist diesmal der Heimatmeister. Wir haben wieder ein neues Emote. Kleideffekt diesmal mit Fledermäusen. Sieht auch richtig nice aus. Das finde ich so richtig mystisch und auch voll cool. Nächstes Symbol, jetzt gibt es wieder hier 100 V-Bucks und hier haben wir die Düsternis. Und ich finde es auch richtig cool, super gemacht, sieht auch gut aus und ja, da finde ich auf jeden Fall richtig cooler Skill. Haben wir den Schuppi in rosa, das ist genau das gleiche, was ich bei den Hund von gesprochen habe. 100 V-Bucks, dann gibt es hier einmal eine exotische Tomate, genau das gleiche, das können wir wieder auf andere Leute oder sowas schießen. Neues Symbol haben wir nochmal mit einer Fliege, sieht auch richtig süß irgendwie aus. Hier gibt es nochmal von der Düsternis, ja, ein Ladebildschirm. Hier haben wir noch einen neuen Kleider, den finde ich meiner Meinung nach richtig geil, sieht richtig cool aus, das ist der Schwarm. Als Kleider finde ich das einfach, sieht richtig geil aus. Wir haben hier nochmal ein Spray, nochmal ein neues Symbol. Hier haben wir einen Geisteressenz Kleideffekt. Finde ich auch richtig cool, sieht richtig geil aus. Haben wir nochmal ein Ladescreen, 100 V-Bucks und hier ein Nachtschatten. Finde ich richtig cool, mit der Tomate hier oben einfach mega nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Das Geilste in dem Battle Pass meiner Meinung nach ist einfach dieser Umhang. Cape der Nacht. Guckt ihn euch an, Alter. Es sieht so geil aus. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Dinge im Battle Pass, die cool sind. Aber das finde ich auf jeden Fall auch mit einer der geilsten und coolsten ja, Dinge im Battle Pass. Hier haben wir Pixel Raven als Spray. Und hier haben wir halt eben noch den Wuffel in Mokka. 100 V-Bucks und hier haben wir jetzt nochmal die dritte CD. Das ist nämlich OG, auch richtig cool. Die übrigens auch in der Season 1 war, weil da war ja praktisch richtig Halloween und sowas. Wolf, Ladebildschirm, nochmal ein Symbol. Wir haben hier einen Tanz, das ist der Flamingo, passend zu den Cowgirl. Auf jeden Fall richtig witzig. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Seite angekommen. 100 V-Bucks hier hinten. Den Schuppi in schwarz, obwohl das jetzt nicht so krass schwarz ist, sondern eher grün. So grün-schwarzlich. Dann kriegen wir hier ein Wolf-Spray und das letzte ist der Wolf ab Level 100. Ich finde den Wolf meiner Meinung nach nicht allzu krass. Ja. Sieht zwar cool aus, vor allem auf Level 5, aber naja. Ich finde den Wolf jetzt nicht allzu krass, aber es hat ja eigentlich jeder seine eigene Meinung und man kann den zwar benutzen, er sieht auch cool aus, ist aber jetzt nicht unbedingt meins. In Ruhe machen, nochmal in Ruhe den Battle Pass durchgehen und so, dass es ja auch mit alle mitbekommen und sowas, was es alles Neues gibt im Battle Pass.